Tagchen und willkommen beim 6. Teil der Reise entlang der russischen Grenze. Ja, im letzten Teil sind wir in Vilnius gestartet, der Hauptstadt von Lettland, sind dann die Grenze entlang gefahren, haben Leute getroffen, die die Wagner-Gruppe an der Grenze hatten, haben Raketenübungen auf der russischen Seite gehört, sind dann den Suwałki-Pass in Polen entlang gefahren, der vermutlich von den Russen angegriffen wird. Der Suwałki-Pass, der natürlich von Kaliningrad und Weißrussland eingezankt wird, falls die Russen die NATO angreifen wollen. Und jetzt sind wir genau hier am Dreiländereck von Polen, Litauen und Weißrussland. Fahren hier die Grenze herunter bis zur Ukraine und noch ein Stück weiter, bis wir an der Stelle ankommen, an der die Raketen vom ukrainischen Krieg in Polen eingeschlagen sind, in der NATO. Bestimmt erinnern sich einige von euch daran. Ich glaube, das war im November 2022. Ich kann es nicht überprüfen, weil ich habe hier keinerlei Internet. Ja, was wir zuallererst machen, ist, wir gehen zum Dreiländereck und gucken uns an, wie Litauen und Polen sich gegen die Weißrussen schützen. Wir haben am Dreiländereck zu Kaliningrad und Litauen gesehen, dass die Polen dort einen 2 Meter hohen NATO-Zaun getürmt haben, der scheinbar die komplette Grenze entlang geht. Und jetzt ist es spannend zu erfahren, wie die so gegen die Weißrussen vorgegangen sind. Tablet aus, Lichter aus. Das hier ist übrigens nicht aus Russland, sondern das ist aus Bulgarien. Das hatte jemand gefragt. Wie gesagt, haben wir hier kein Internet und es weiß keiner, dass ich gerade hier bin. Hier gibt es auch nichts. Hier gibt es gar nichts. Teren monitorovani. So, Reisepass, Portemonnaie. Oh ja, Waldarbeiter. Do you speak English a little bit? Are people here in Poland afraid of Russia? Here also? Okay. Okay. Belarus und Kaliningrad. It's like dangerous zone here. Yeah? Yeah. Okay. Okay. Ooh, interesting. Okay. Thank you. Je mehr Fragen ich gestellt habe, desto unangenehmer wurde es für ihn. Ich glaube, die wollen hier nicht wirklich drüber reden. Ich weiß nicht, wie viel man auf dem Video sieht, aber als ich dann wegen Weißrussland und Kaliningrad gefragt habe, hat er schon angefangen zu schmunzeln. Ja, 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 ist kacke hier. Ja, okay. Gut, 1 Kilometer noch, dann müssten wir da sein. Okay. Already. My lady must check this, your papers in radio. No, it's okay. It's not a problem? No. 1 moment. 2-3 minutes. We have money problem of illegal immigrants. In Baltics also. Like you are from Germany. You know this situation. Yeah. I am here almost 3 years. I suffer maybe 3-4 times children. These are young guys, 20 years, 25 years maximum. Yeah. And these aren't doctors, engineers, no. Yeah. Illegal immigrants, these guys should be in prison. Criminals. Criminals. They don't have legal papers. Yeah, yeah. Trying to stop here, yeah. These guys, because they're going to your country. Yeah, yeah. They taking want to the come social. To you, they want to come. Not to us. They want to go to Germany, usually, yes, yes, yes. Because Germany is bigger social. So it's problem all Europe. Not yes, only yes, us. On all my journey, I never saw such a big wall. Yeah. Jumping up, maybe in 3 seconds. Yeah? Yeah. Using the old jackets, putting on concentrine. That's crazy. And jumping just. This is almost 5 meters. When they jumping to the road, they're breaking their legs. Yeah? So really? They really want to come here. Do you think they are from Belarus or they are from Russia? Belarus checking us where we are. Yeah. When they don't see Polish border guard or the soldiers, they will coming with illegal immigrants. Yeah. They selling touristic visa in Belarus. They lying to these guys. Oh. If you buy visa Belarus, you can go to all Europe. They sometimes have the maps. On the map, you don't see the Poland. There where is the Poland is Germany. And the illegal immigrants thinking coming from Belarus just to the Holy Germany. Shit. When they coming, they thinking are in Germany. Germany. Yeah. Oh my god. This is really crazy. Bad. This is bad. Belarus lying, these guys. Yes, lying. Have a lot of money from this. Yeah, one visa costs 3-4 thousand euro. It's like almost mafia, isn't it? It's like a mafia. It's organized crime. They are behind the wall. They can do it this yeah. without the problem. They're flying also to the Russia.
They have also Russia visa from Moscow, 70-75 different countries. Usually Africa, Somalia, from the Spain also was been guys. We have it here, people also from ISIS. Really? Really? Terrorists. And better if that people aren't in all countries. Yeah, yeah, of course, of course. In Latvia, I met at a village at the border, I met two guys. And they said, like, even the Wagner group came directly to the border to provoke also, European... Here you have also? A problem with the Wagners. Maybe 500 meters from here. Really? Yeah, they come in here. It's touched for Russians, border there. Yeah. Litva, Belarus, Poland. Yeah. It's yeah. strategy point. Yeah. To Kaliningrad. Yes, yes. They don't have a simple road to Kaliningrad. Yeah, yeah, yeah. Only flying or with the ships. Yes. Mm-hmm. If they attack us and take this ground, they will gonna have good road to Kaliningrad. Yeah. Yeah, we're trying to cut off this. Yeah. 5 years ago, almost want to attack us. But when they saw how many soldiers are here, they go and... Yeah, I think Poland military is strong. We are strong, but we are scary too. Yes, of course, everyone. War isn't funny. Your country also trying to help Ukraine. Yes, yes. When we don't stop the Russians in Ukraine, they will come to us. When they come to Poland, they will come to Berlin without the problem. Jungle boys, not regular army. Yeah. When they saying they want to go to Russia, from Russia somewhere, they will go. Yeah. Generals don't stop this army. Yeah. Don't have regular means. No. Just money, alcohol and fervor in the fight. First 2-3 months of the special operation would be big lie to the Russian soldiers. Yeah. But he cannot go back. You heard there was one... Lager concentration. There was one Russian helicopter pilot and he flew to Ukraine and gave the helicopter. And then he got €500,000. Yes, and two of his friends are kaput. Yeah? Because he came out with two neck, with second tip. Oh, this I didn't... And the helicopter is first pilot, second pilot, and radio operator. Second pilot and radio operator are dead. Because don't want it. Yeah, this I didn't know. Because television don't tell you everything. No, they don't. They have success because a new helicopter from Russia. Yeah. And many informations, equipment, elements from weapons. Yeah. Secret weapons. Just okay? Yeah, just okay. Oh, okay. Okay. So I don't want to disturb good luck you. In the travel. Yeah. Thanks. Bye. Das ist aber gut gegangen. Als die Frau da mit meinen Papieren weggegangen ist und das so eine Viertelstunde gedauert hat, bis die zurückkam, ich musste darauf achten, hier sind überall Soldaten im Wald. Und dann die zwei anderen Soldaten mit Sturmgewehren vorbeikamen, dachte ich mir so, scheiße, jetzt geht's hinter Gittern. Puh. Also Putins Wagner-Gruppe war hier auch 500 Meter die Straße entlang. Genau hier standen sie. Hier kommen ständig Leute rüber und die Grenzpolizisten werden hier auch angegriffen. Man hat das leider nicht, wahrscheinlich nicht gesehen, aber die haben hier einen 5 Meter hohen Zaun. Das ist ja wie die Mauer in Amerika zu Mexiko. Und oben ist dann noch Stacheldraht. Erstmal alles verarbeiten. So, ich habe hier immer noch kein Internet. Wäre jetzt hier was passiert, dann wäre ich am Arsch gewesen. Deswegen geht's direkt zum Auto und wir fahren hier weg. Das heißt, die Grenze von Polen nach Weißrussland, hier darf man gar nicht hingehen. Die schießen auf einem. Das hat er selber eben gesagt. Verdammt, ey. Oh, das wird nochmal richtig interessant, die Reise. Und noch eine wichtige Sache, die wir gerade gelernt haben von den Typen. Ja, dieses Dreiländereck hier ist ein strategisch wertvoller Punkt, weil das der Weg nach Kaliningrad ist. Weil es klar, ab Kaliningrad können die Marschflugkörper bis nach Berlin schießen. Das habe ich ehrlich gesagt auch so noch nicht betrachtet. Vielleicht wird es mal so langsam Zeit, hier abzuhauen. Oh, wir haben es geschafft. Oh, Alter, irgendwelche alten Dörfer, wo es noch nicht mal irgendein Geschäft gibt oder so.
Dabrowa Białostocka. Ich stehe hier an einem Friedhof, der Park for Night, Parkplatz da hinten, der war so zentral, da kann ich garantiert nicht gut schlafen. Oh, hier habe ich einen Rossmann um die Ecke, das ist ja cool. Yikes, ey. Hallo. So, Klamotzkis gewechselt. Ey, ist das nicht derselbe Typ von eben? Komm hier reingefahren und werd schon beobachtet. Oh, das ist das Beste, mal eben hinten rein Katzenwäsche machen, rauskommen und man ist topfit drauf. So, wollen wir mal gucken, was diese Stadt so zu bieten hat. Wir sind hier ungefähr 15 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt. Gehen erstmal in den Bierdrunk. Oh, da ist schon das erste Militärfahrzeug. Oh mein Gott. Polskis Sklep. Stellt euch vor, ihr geht durch Deutschland und ihr seht dann einen Laden, der heißt Deutsches Geschäft. Was erwartet einen da drin? Oh mein Gott, wir werden es rausfinden. Was aus Polen? Do you speak English? Yes. Oh, thank God. What do people do in the evening? Is there like a bar? Or? Because here living my wife. So I am from Warsaw. Okay, you are not from here. Yes. Where are you from? Warsaw. Warsaw, yeah. Oh, nice. Okay. I don't know. Thanks. Okay. Oh Leute, Diesel kostet hier 1,33. Ich weiß, wer sich hier voll tanken wird. Do you know what people do here at the evening? Nothing. Nothing? No bar, no clubs, nothing. Nice! Alright, thank you. Bye. Ihr habt's gehört, ich meine, man sieht es auch. Hier ist nichts los. Dann versuchen wir es morgen weiter. Jawohl, bei Tageslicht ist es auch nicht so wirsch, wenn man die Leute direkt nach den Russen ausfragt. Ich habe gestern noch im Bettchen ein bisschen was über die Stadt gelesen. Und zwar wurde diese im Zweiten Weltkrieg auch als Judenghetto benutzt. Da werden wir auch nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Und dann fahren wir direkt weiter an die Grenze. Und Nummern. Nee. Das werden die Ghettos wohl nicht sein. Kann sein, dass die abgerissen wurden. Also das sind nicht diese Judenghettos, das sind definitiv solche sowjetischen Gebäude. Aber was mich wirklich stört, ist, die Stadt ist so eingeschlafen, ist so ruhig und es gibt hier fast nur alte Menschen. Die verstehen natürlich alle kein Englisch, ne? Wenn ich gleich zufällig irgendeinen Jugendlichen treffe, ich stürze mich wie so ein Psychopath auf ihn drauf. Und dann quetsche ich ihn aus, was er von Putin hält. Er wird wahrscheinlich die Polizei rufen. Do you speak English a little bit? Natürlich spricht sie keine Englisch. Hier, das hier. Das könnten die Ghettos gewesen sein. Nee, doch nicht. Eindeutig sowjetische Gebäude. Und ein sowjetischer Hund. I'm sorry, do you speak English? A little bit? Are people afraid of the Russians here? It depends on a person. It was the time that we were afraid, that we were like hating those people. But right now we don't have that much of a problem. Maybe like closer to the border. This is 15 kilometers, it's close to the border. So, but there are closer towns. Yeah? And cities. I didn't find any. Yeah? Okay. Yeah, they are closer and maybe there are people like more afraid. There are more like soldiers there and now we more like forgot a little bit about this problem, this whole situation. I think that the situation is changing right now because I can see more of the soldiers around here. You also think that people get used to it a little bit? Yeah, it's just became normal. Yeah, exactly, yes. No, okay. For us. So, das war's, das muss reichen. 5 Kilometer muss ich hier herumlaufen, um eine Person zu finden. Wir hauen hier ab. Good morning. Have you any problem? No, I was just driving yesterday and I felt tired and I said I had to stop somewhere. Okay. So, is it okay if I stay here? Yes. Okay, thank you. Everything okay. This is your? Yes. Ah, okay. Thank you. Thank you very much. Mm.
Boah, Alter, wie brutal, um 7 Uhr. So, meine süßen Schokohäschen, kleiner Zwischenstand. Ich bin hier mitten im Nirgendwo, irgendwo, weiß nicht. Ich war jetzt eine Nacht in Białystok. Ich hatte eine mega geile Nacht und hab mit so vielen Leuten gesprochen. Es gab da keinerlei Russen, da wurde auch gar nicht Russisch gesprochen. Was dort jedoch mittlerweile viel gesprochen wird, ist Ukrainisch, weil die ganzen Ukrainer nach Polen rüberkommen und in die nächste dicke Stadt gehen. Die denken sich halt, die warten nur den Krieg ab und fahren dann wieder zurück. Ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen selber irgendwelche Ukrainer in Deutschland. Da könnt ihr euch vorstellen, wie es direkt an der Grenze zur Ukraine hier in Polen ist. Ganz anders. Ach ja, und noch eine kleine geile Randnotiz noch. Ich war heute am Schießstand, wollte mit einer Kalaschnikow schießen und die sagten, ja, haben wir aber keine Munition. Die ist an der Front. Also ja, der Ukraine-Krieg hat hier in Polen deutliche Auswirkungen. Deutliche Auswirkungen. Ja, meine Lieben. Da waren wieder Raketeneinschläge. Ich war... Oh. Habt das gehört? Ich war sogar mit den Kopfhörern am Video schneiden und hab's trotzdem gehört. Im ersten Moment dachte ich, das wäre ein Gewitter, aber dann ist mir eingefallen, ich bin an der russischen Grenze. Zudem es hier keinerlei Wolken und keinerlei Gewitter gibt. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt bin ich ja so einen Monat hier an der Grenze unterwegs und man merkt echt, wie das an einem nagt. Ich meine, es ist total unsinnig, dass die angreifen würden wegen NATO und alles. Jedoch, wenn man ständig daran erinnert wird durch Raketeneinschläge, dann merkt man das schon, dass das halt einfach an einem nagt, ne? Besonders jetzt schön um 10 Uhr abends noch irgendwelche Raketenübungen in Weißrussland. Ich meine, man sieht das ja auch, wie das hier die Gesellschaft formt. Es haben alle Angst vor einem Angriff. Keiner will so wirklich darüber reden. Also es zeigt auf jeden Fall Wirkung. So, und wir kommen in Krynki. 2 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt. Da ist schon ein Soldat. Hello. Do you speak English a little bit? Is it safe to walk to the border or no? Moment. Yeah. Hello. Hello. Is it safe to walk to the border? It's closed off. Closed off, okay. So better not go there. Okay, thanks. Ja, eine kleine süße Stadt oder ein Dörfchen eher gesagt. Ich habe mit den Soldaten eben gesprochen, die meinten, ja, man kann dort nicht hingehen, aber man kann dort hingehen. Okay, gehen wir da mal hin. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber das gilt doch eh nur für Autos, oder nicht? Ach, gleich da, die Leute... In dem Häuschen da unten haben schon blöde geguckt. Die haben wahrscheinlich auch die Anweisung, der Grenzpolizei Bescheid zu geben, wenn jemand Auffälliges herumrennt mit einer Kamera oder sowas. Aber das ist es uns wert. Man wird bestimmt von dem kleinen Hügel da oben eine super geile Aussicht haben. I only speak English, sorry. Do they know? No? Okay, thanks. Huh? Ja, yeah, okay. Okay. Die Soldaten sprechen ja auch kein Englisch oder minimal Englisch. Im Dorf sind nur alte Menschen. Ich würde sagen, dass ich mich mal mit Essen eindecke und ein Stückchen weiterfahre. Es gibt da einen schönen, ruhigen Parkplatz in der Pampa. Und dann wollen wir mal gucken, ob die Grenze dort auch so hart bewacht wird wie hier, wo eine Straße lang führt. Die könnten wir eigentlich auch nochmal lang gehen. Warum nicht? Warum nicht? It was at this moment that he knew. He fucked up. Jetzt kommen noch mehr Leute, oder was? I only speak English. Do you make this? Of what? Papa of the border? Yeah, but from far, far away. Your passport. Yes. What do you do here? I wanted to see this, but then the one soldier came and said, no, go there, and so I go there. Aha. I want to check your passport. Yes, of course. Do you make a photo of a soldier? No. No? No, no. I can show it on the... On the camera? Yeah, we can look at the cameras.
And you see in the distance only like the gray line. Ah, only. I didn't go to the day. Mm-hmm. I can show you this here. This is a tracker. The red line is where I walked. Mm-hmm. And I walked, and I didn't go to the border directly. Mm-hmm. There the soldiers talked with me and I went back. Aha, you see? And ile metrów od tego może być? Can I see? Yeah, what? Zobacz, ile, bo nie wiem tutaj, widzisz, pan był aż tutaj. Ile to może być? It's like here 200 meters, I think. A, 200. Nie, to na pewno będzie powyżej, bo 15 to jest tak, że nie. Tak, 15, ale nie, mi chodzi to... o to, czy jak pan kamerował, jest... czy robił zdjęcia, czy złapał granicę? Bo mówię, że tylko taką zieloną mnie nie ma. A nie może pokazać zdjęć? No, ale can you show? This is when I was farther away, when I just walked there, you see? Mm-hmm. Jest bliska z daleka po prostu. Tam. Ale widać coś tam, nie? Zarys tak, płotu. Mhm. You don't make a photo of border. Okay. You must delete. Yeah. Please, okay? Yeah, okay. All photo. All, yeah. All. Okay. Mm-hmm. Yeah, border. It's all of the border. Yeah, yeah. Oh, how much? Huh? How much have you? Yeah, I show friends of the travels. Uh-huh. Yeah, that's it. It's all? It's all, yes. Yeah. Photo. No, this I don't use. You make photo? Only with this, yes. Only. You see the dots are parking spaces where I could go. Mm-hmm. And the yellow dots, this is where I went, where I was, Białystok. Mm-hmm. And the yellows are hotspots I really want to visit. This is three corners, mm-hmm. but now I know I can't go there. Uh-huh. Most likely, uh-huh. because when I watch TV and uh-huh. I see, oh, this is nice, then I mark this. So I don't know why. I don't know why I will go there, but I will go there. The next one. This is when I watched on TV. This is where from Ukraine the rocket hit, uh-huh. like last year, I think. One second. Yep. You are sleeping in the discount? Yeah, it's a camper. Okay. Bye. Bye, have a nice day. Ah, meine Lieben, so kann's gehen. Fahrt nicht zur weißrussischen Grenze, macht das nicht. Die haben mich hier jetzt garantiert auf dem Kieker. Beobachten mich bestimmt. Ich habe denen gesagt, ich bleib hier noch eine Stunde und dann fahre ich weiter. Und diese Stunde nutzen wir voll aus. Ich sehe hier aber auch keine Kaserne oder irgendwie sowas in dieser Art. Ich weiß nicht, warum die so reagiert haben. Vielleicht ist ja hier irgendwie was Geheimes oder so. Das hatte ich in Schweden schon mal. Da waren gerade am Hafen Atom-U-Boote. Und deswegen wurde die ganze Bevölkerung ziemlich eng an der Leine gehalten. Dafür, dass ich einfach nur zur Grenze gehe, fühlte sich ein bisschen überreagiert an. Naja. Spicy ist. Yes. Very spicy. Give me very spicy. You also have problems with immigrants jumping over the fence? I don't know. No? Okay. I didn't hear. No, okay. Before, yeah, but now I don't hear that. What do you mean before? 2 years ago. Ah, okay. Ah, bloß weg hier, ey. Oh, meine Güte. Was war das wieder für ein Tag? Ja, was ist das noch für ein Tag? Boah, geiler Stellplatz. Aber auch nur 2 Kilometer von der Grenze entfernt. Also wir können damit rechnen, dass die Grenzpolizei auch hier vorbeikommt. Schön mit Feuerplätzchen. Da ein paar Bänken, Mülleimer gibt's dort hinten auch. Hier chill ich erstmal eine Runde. Ich habe Kopfschmerzen. Halb in der Stadt kommen plötzlich 2 SUVs angerast. Das eine Fahrzeug hat gesichert, das andere Fahrzeug hatte die nette Dame, die ausgestiegen ist und mich dazu gezwungen hat, die Aufnahmen von der Grenze zu löschen. Mist! Ein Soldat hat mit einer geladenen Waffe sichergestellt, dass ich keinen Blödsinn tue. Und der andere Soldat, die Frau, hat
20 Minuten auf mir rumgehackt. Die ist fünfmal durch meinen Reisepass durchgegangen. Naja, ich sehe hier auch schon solche Quad-Spuren. Ist natürlich schwer einzuschätzen, ob die jetzt vom Militär sind oder privat. Ja komm, wen will ich eigentlich verscheißern? Wir wissen doch alle, dass das vom Militär ist und ich wieder hochgenommen werde hier. Aber ich muss erstmal abschalten. Ich habe die ganze Zeit gezittert. Ich dachte, ich lande im Knast. Holy shit, da wurde geschossen. Ich kann noch nicht mal in Ruhe essen. Ich gehe mal lieber ein bisschen in die Böschung hier. Ey, was ist denn hier los? Erstmal bewegte sich dort was, irgendein Fahrzeug. Und dann gab es 5 vollautomatische Schüsse. Okay, also ich sehe das gerade mit dem Fernglas. Das Fahrzeug da hinten ist auf jeden Fall die Polizei. Och Mist, ey, die kommen in unsere Richtung. Die gucken schon. And you are here to travel. Yes, I'm traveling. And the weather is beautiful today. Yes, absolutely. Did I hear shots from there like 10, 15 minutes ago? No, I think it's not. It wasn't. So it's everything. I will move to you. Such a huge animal. Yeah, it's a very huge animal, but. It's a problem to stay here? No, it's okay. Not, but okay. You are in the area, yeah. where we are making our duty. Yeah. There's some kind of problem with Belarus, yeah, and the border, so we are here to, yeah, to protect this land. Because of the Belarus, we are here. Yeah. And we are here to, okay, to focus on the border. Yeah. Have a nice day. Yeah, you too. Thank you. Bye. Und tschüss, schöne Ferdis. Boah, die waren aber schnell. Die sind ganz langsam dahergeritten. Und dort haben sie Vollgas gegeben. Haben hier sofort reinstibitzt. Ich brauche hier keine Leute kennenlernen. Ich werde hier angequatscht. Ja, so viel zum Thema schönes Tier. Die haben mir ein Geschenk dagelassen. Boah, wie das mieft. Ja, aber es ist echt verrückt, wenn man das so sieht, oder nicht? Polen macht echt ihren Job. Ich meine, was war das denn jetzt die ganze Zeit für ein Terror? Jedes Mal, wenn ich nur in die Nähe der Grenze kam, gab es Probleme. Da vorne ist die Grenze und es gibt keinen Weg darüber. Ich werde hier nicht quer durch das Feld laufen und dann erklären müssen, was zum Henker das eigentlich sein soll. Vor allem, da ich auch da schweres Gerät herfahren höre. Ja, ist doch garantiert wieder irgendwas Militärisches. Jetzt sag doch mal ehrlich, da war das Baltikum doch echt ein Witz dagegen. Boah, überall sind hier Soldaten. Hier sind überall Soldaten. Oh, was ist denn das für ein Schild? Boah, das hab ich hier noch nie zuvor gesehen. Das ist das erste Mal. Heilige Kacke, die meint's wirklich ernst. Obwohl das Wasser hier doch ganz gut aussieht. Hier brennen 2 Kerzen. Was ist denn das für eine Gegend? Und da hinten ist mein Auto. Oh, guten Morgen, meine Süßen. Schön am Arbeiten. Und da fuhr schon wieder ein Militärfahrzeug her. Ich nehme mal das Tarnnetz ab. Heilige Kacke, da fährt ein riesen LKW her vom Militär. Das ist wie auf einem Truppenübungsplatz in Wildflecken. Ja, und jetzt haben sie mich gesehen. Und jetzt drehen sie um und ich sag euch, die kommen garantiert hier hin. Genau, sag ich doch. Hier in unsere Richtung einbiegen. Und weiter geht's mit der geheimen Kamera. Das waren sie. Ich vergessen aufzunehmen. Haben nur gefragt, was ich hier mache, wie lange ich bleibe und so weiter. Das scheinen hier alle entspannt zu sein. Ich habe die ganze Nacht über hier irgendwo irgendwelche schweren Geräte herfahren hören. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Polen wollte Russland angreifen. Aber dem ist natürlich nicht so. Okay, dann drehe ich hier noch ein paar Kurzvideos. Es ist so schön ruhig und einsam hier. Und dann geht's auch weiter. Und zwar fahren wir mal runter zu dem See. Wir müssen dabei über Michałowo fahren und da gibt's Geschäfte. Aber ich habe gar kein Essen und gar kein Trinken mehr. Und hier am See gibt es auch eine Stadt. Da wird ja wohl ein bisschen mehr Action sein als hier. Hello,
Is it good to drive there? Yeah. Yeah? Yeah? Okay. Junge, alles voller Schlamm, schon seit 500 Metern. Aber er sagt, man kommt hier locker durch. Wenn nicht, dann darf er mich rausziehen. Ah ja, okay, wird schon besser. Okay, alles wieder gut. Ja. Also das steht auch hier geschrieben, nicht? Ist, ach so, ja, ja, genau. Auf alle Fälle, du kannst hier Lagerfeuer machen. Ich hab's ja. Ah ja, cool, ja. Du hast hier Toilette. Ja, okay. Ja, also, wo wird's denn, da unten am besten? Ja, oder ja, ich fahr hier gleich auf der, weil das sind ja zwei da. Da siehst du, ja. Lagerfeuer gleich. Ja, okay. Das ist ja Ebene, dann ja. Kannst du ja überall stehen. Ja, okay. Und wo fährst du hin? Da kommt ja auch manchmal Polizei oder so. Ach so, die haben ja. nichts dagegen. Ja, ja. Können was fragen, aber... Ja, nö. Nee, ohne Hund. Nee, das ist nur, um die Einbrecher fernzuhalten. Ah, dass du die Leine... Ja, ja. Ich bin schon vier Jahre unterwegs. Ich das Haus. Dritte Jahr jetzt. Ich war letzte Zeit 9 Monate. Das war die längste Strecke im Balkan. Griechenland, Georgien, Armenien. Du warst in Georgien? Ja, ja. Boah. Da bin ich eifersüchtig. Bist du von Griechenland nach in die Türkei rübergefahren? Ja. Mich haben sie nicht durchgelassen. Ich musste dann über Bulgarien fahren. 20, 21 Jahre alt. Ja? Das ist diese Schutzlackierung, ne? Ja, ja, ja. Geil. Ich habe ja hier Kajak und Fahrrad dabei. Ja, Hammer, geil. Minimalismus. Ja, ja, genau. Je weniger, ist auch, desto besser. Ist auch so, ja. Ist ich auch hier so. Kein Sitz daneben. Ah ja, okay, ja. Kajak, ja. Hier ein Fahrrad, ja, ja. 90 cm Bett. Also ja, als ich angefangen habe, ich wollte alle Werkzeuge mitnehmen. Überlegen Sache, ob du das brauchst, ob das Griechenland oder Georgien, in den Service, in den Leuten. Und das war billig, wirklich. Muss man zwar aufpassen, weil nicht alle sind ja Japaner. Ja, genau. Ja, ja, also da. Ja. Vielleicht treffen wir uns irgendwo. Ja, wo fährst du hin? Jetzt fahre ich nach Richtung Warschau. Aber ich wollte Ukraine weiterfahren. Ja, also, ja, ja, klar. Weißt du, die fliegen liberal und... Ja, das stimmt. Krieg, ja. Ist ja Krieg dort. Wenn ich dir was... also Städte lieber vermeiden, Kiew, Lwów, nicht dahin fahren. Ne? Nein. Ach, wegen den erstens, Russen jetzt? Erstens, weißt du, Leute sehen dich... Fremder, und das ist ja gut, du liebst die Freiheit und die haben Krieg. Ja. Also wenn, dann lieber werde ich fahren im Lande, ich habe dort Familie. Du sprichst Russisch? Nee. Englisch. Englisch, bisschen Polnisch gelernt. Hier hast du meine Telefonnummer, und gibst du mir Infos, dann bleiben wir in Kontakt. Bleiben wir in Kontakt, machen wir so. Super, freue mich. Okay, also. Kava, mach's gut. Gute Reise, ne? Yes. Ciao. Ja, das war Kava. Ich war so stolz mit Minimalismus und so. Und er sagte, eiskalt, das ist ein Riesenauto. Ja, vielleicht hat er recht. Ja, ich würde sagen, der Teufel erkennt seine Brüder. Wir haben uns schon auf 50 Meter zugewunken. Echt geiler Typ. Ich glaube, mit dem werde ich auch länger Kontakt haben. Ja, erstmal gucken, wie der Parkplatz hier so aussieht. Und wie weit wir von der russischen Grenze entfernt sind. Ja, das sind so ungefähr 4 Kilometer in diese Richtung. Aber vor allen Dingen ist hier in Laufweite ein Geschäft und ein Dörfchen. Da kann man sich dann ein paar Eindrücke holen. Spürte die Energie des Dorfs. Ich auch nicht. Ich lande aber auch immer in den Karpaten. Uff. Weg aus Müll. Genau wie mein Auto. Mein Auto ist auch aus Müll. Hier ist echt gar nichts los. Hin und wieder läuft jemand vorbei. Man sieht eine Oma im Garten. Jeder kennt jeden und keiner kennt mich. Deswegen starren mich alle an. Ich habe einen Dorfpenner kennengelernt, der spricht weder Deutsch noch Englisch. Ich habe es dann mit Französisch versucht. Dann dachte er, ich will ihn wirklich verarschen. Und was machen wir, wenn uns langweilig wird? Zur Grenze gehen. Und da ist sie, die Grenzpolizei. Ein Indikator, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zum Knast. Oh, Polizei-Pickup-Truck mit irgendeinem schweren Gerät hinten drauf. Ganz ehrlich, ich will nicht weitergehen. Oh, mir wird schon ein bisschen schlecht. Okay, der ist hier reingefahren. Da gehen wir auch mal hin. Vielleicht können wir mit denen quatschen oder so. Hello. Hello. Is it okay to be here or is there problems yes. here? Okay. Perfect.
Ja, schienen sie nicht zu interessieren. Ich glaube, die machen da nur Pause. Aber guckt euch das mal an. Hier ist einfach komplette Stille. Oh. Da hinten ist übrigens die weißrussische Grenze. Vom Zaun sieht man nichts, weil wir noch zu weit weg sind. Aua. Ah. Ah ja, die Grenzpolizei hat mich auf jeden Fall schon im Visier. Auf jeden Fall. Irgendwo sitzt da ein Scharfschütze, der schon auf mich zielt. Oh, ein Bötchen. Wir haben jetzt noch ungefähr 2 Kilometer bis zur Grenze. Jedoch ist das alles hier nur Natur. Die fahren hier auch auf jeden Fall regelmäßig durch. Deswegen mal gucken, wie weit wir kommen. Schaut mal, was für einen Umweg ich machen musste. Aber wir sind jetzt weniger als 1 Kilometer entfernt. Ich glaube, ich habe was hinter mir gehört. Okay, wow, hier sind eine Menge Spuren. Aber das sind, ich weiß nicht, vielleicht Baufahrt. Das ist Militär bestimmt. Also das hier sind garantiert Militärfahrzeuge, die hier wenden, um einmal zu gucken und dann zurückzufahren. Da hinten sind Kameras. Ich hoffe, dass die Kameras mich nicht sehen, wenn ich hier hochklettere. Oh ja. Oh ja, geil. Da hinten sehen wir den Zaun. Da sehe ich so weiter nichts. Und da ist die nächste Kamera. Und soweit ist hier alles total ruhig. Und wir versuchen jetzt dorthin zu kommen. Okay. 300 Meter noch. Oh Mann, ey, warum musste ich dann auch unbedingt heute eine weiße Unterhose anziehen? Wir sind jetzt exakt 100 Meter entfernt. Wenn wir näher rangehen, haben wir ein Problem. Man sieht auch eindeutig, dass dort direkt am Zaun ein Weg lang führt. Und wir können von hier leider nicht einsehen, ob da jemand ist oder ob direkt hier vorne schon Soldaten sind. Ach, wisst ihr was? Ein paar Meter haben noch keinen geschadet. Wow. Ja, das ist er, der gigantische Zaun. Der Soldat vom Anfang in Polen hat erzählt, dass der 5 Meter hoch ist und die Leute innerhalb 3 Sekunden oben sind. Eine Jacke draufschmeißen, runterspringen, sich die Beine brechen und trotzdem versuchen, irgendwie weiterzukommen. Aus aller Welt kommen die hierhin, um in die EU reinzukommen. Ja. Und da vorne ist eine Kamera, deswegen drehen wir um. Und gehen mal ganz getrost davon aus, dass die Leute jetzt von dieser Seite kommen. Deswegen schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Sechs Minuten um und ich höre noch keine Motoren. Vielleicht. Oh, Schock. Da ist eine Kamera am Baum, Alter. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht warten die auch auf dem Auto auf mich. Weil die ja mein Gesicht schon kennen. Oh nein. Der Umweg war umsonst. Jetzt wissen die, wo ich bin. Ich kann nicht mehr. Okay, 25 Minuten später, kein Auto gehört. Aber wir sind auch jetzt etwas weiter weg von diesen Hauptstraßen abgedriftet. Das letzte Mal wurde ich auch, glaube ich, eine halbe Stunde oder noch später von dem SUV abgefangen. Ich werde mich jetzt so hier durch die hintersten Wege durchkraxeln und dann eigentlich auch sofort ins Auto einsteigen, losfahren. Oh, ich dachte, ich höre was von hinten. Oh. Da, seht ihr den Fuchs? Ach, scheiße, der ist tollwütig, oder? Ach komm, bitte verzieh dich. Oh nein. Ah, doch, da verbiss dich. Okay. Puh. Ja, was denkst du denn, was ich mache? Hier in den Busch springen? Das ist dein Job. Autogeräusche. Ja, Autogeräusche, da kommt was. Gucken, ob die am Auto sind. Und dann direkt abhauen.
Und. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das war die Polizei. Polizei. Du bist der Mutigste, ne? Du bist der Mutigste. Ja, ist warm hier drin, ne? Gefällt dir, ne? Scheiße, jetzt geht's los. Ist meine Batterie in Ruhe? Ja, ist doch schön hier, ne? Oh, meine Lieben, da wären wir. Da bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Also hier sind auch zwei Menschen gestorben, daran muss man denken. Heute ist das Wetter ein wenig trüber, finde ich aber äußerst passend. Okay, ich kam gestern Abend schon an, weil ich überprüfen wollte, ob die Grenzpolizei hier genauso hart durchgreift wie an der weißrussischen Grenze. Tut sie aber anscheinend nicht. Wir sind hier 5 Kilometer von der Grenze entfernt, aber halt eben von der ukrainischen anstatt von der weißrussischen. Deswegen ist die ganze Situation hier ein wenig entspannter. Und jetzt finde ich raus, was ich schon seit Ewigkeiten wissen wollte, wie dieses Dorf wirklich so ist. Ja, im Jahre 2022 ist nämlich von dem Ukraine-Krieg eine Rakete rüber nach Polen geflogen und hier in dem Dorf eingeschlagen, hat 2 Menschen getötet auf einem Bauernhof. Und das ist halt NATO-Grund, also NATO-Boden. Was bedeutet laut Paragraph 4 oder 5, ich weiß es nicht mehr genau, hätte die NATO eigentlich jetzt in den Krieg eingreifen sollen. Und da gab es die riesige Debatte, sollen die das machen oder nicht? Es gab eine riesige Untersuchung, die dann ergeben hat, dass die Rakete halt versehentlich eingeschlagen ist. Es war sogar höchstwahrscheinlich eine ukrainische Abwehrrakete, die ihren Weg verloren hat. Wurde von den Medien natürlich riesig aufgefasst, in jeder Boulevardzeitung und in den Tagesschau, überall hat man Nachrichten davon gehört. Und da gehen wir jetzt hin. Euer erster Eindruck ist total ruhig. So gar nicht, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich habe ja auf Google Maps vorher die Ortschaft erkundet, zum Beispiel diesen See. Habe ich vorher gesehen. Es ist so verrückt, das jetzt alles in echt zu sehen. Ich hoffe ja, dass ich mit irgendjemand hier sprechen kann. So, do you speak English? English? Okay. Po angelsku? Ja. Okay. Cinco, ja. Wie das wohl sein muss, wenn man in einem Dorf lebt, das durch so einen Raketenangriff bekannt wurde. So, da höre ich Motorengeräusche von dicken Treckern und ich glaube, ja. Wir sind da. Das ist er. Das ist der Hof. Wow, ist das nicht der Trecker? Guckt mal, die haben ein Monument gebaut. Boah, Alter. Ganz frisch hingesetzt. Ist noch zugeklebt und zugezaunt. Wahnsinn. Der Baggerfahrer, der hier vorbeifuhr, hat mich nicht nett angeguckt, aber ich frage trotzdem mal nach. Das dort hinten sollte die Stelle sein. Dort haben wir die Silos, die im Hintergrund auf dem Foto zu erkennen waren. Hallo? Boah, die ignorieren mich voll weg. Ja, kaum sind wir vom Tor weg, fangen die wieder an zu arbeiten und kommen raus. Hallo? You speak English? Umiesz po angielsku? Tro? To tam... Idzie tam nie. Nie może. Okay. Dziękuję. Nee, da darf man nicht hingehen. Sie hat schon ein bisschen genervt darauf geantwortet. So nach dem Motto auch schon wieder einer gefragt. Hier ist so schön. Ist geprägt von so einem hässlichen Ereignis. Ja, und damit neigen wir uns dem Ende der Reise entlang der russischen Grenze. Wir sind natürlich jetzt nicht in Russland, aber mir war es wichtig, die Reihe hier zu beenden. Wir lassen die Leute jetzt hier in Ruhe arbeiten und in Ruhe leben. Ich fahre jetzt rüber zur Ukraine. Ich denke, da kommen dann auch einige Videos. Und das alles ist nur möglich wegen dieser Schrottkarre. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Auch ein Tschüss von den Kätzchen. Wir sehen uns unterwegs.